Boah, das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist, wenn mich jemand weckt. Oh mein Gott. Nicht ein einziger Tag ist verstrichen, ohne dass ich geweckt wurde. Na, Celine, ne? Sie hat was über Tee gesagt. Cha bedeutet Tee. Hab ich letztens gelernt. Löchen. Okay. Von einer Prinzessin geweckt werden, ne? Ja, hi und willkommen. Mein Name ist der Niho LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Bevor ich sie vergesse, ich gehe immer irgendwie erst im Somnial. Ich habe ja einige Bandgespräche, ne? Die ich offscreen gemacht habe. Habe ich offscreen welche gemacht? Ich mache diese ganzen Sessions immer, diese offscreen Sessions immer meistens ein oder einen Tag später oder so. Direkt nach der Aufnahme oder einen Tag später, deswegen vergesse ich das immer. Ich habe ehrlich gesagt einige Bandgespräche gemacht, genau. Und zwar habe ich Leute mit Ike und Lin wieder trainieren lassen, damit die Verteidigung und Geschwindigkeit bekommen. Ich habe Ike mit Jade und Lapis trainieren lassen, mit die beiden ein bisschen mehr Verteidigung bekommen. Keine Ahnung, sich auf Ausweichen zu verlassen mit Lapis ist, glaube ich, ein bisschen schlecht. Deswegen gehe ich lieber auf Verteidigung. Gehen wir die schnell ja abhaken. Ich merke gerade, wir müssen noch mal am Run im Hintergrund hier am PC. Machen wir auch mal weg. So. Also sie hat jetzt Verteidigung plus 2. Jade hat auch Verteidigung plus 2. Sie hat zwar schon mehr als genug als Ritter, aber mehr kann er nicht schaden, ne? Wir sind beide sehr verschwiegen. Verschwiegen. So, dann habe ich Ivy und Hortensia mit Lin trainieren lassen, damit die mehr Geschwindigkeit bekommen, plus 2. Ich hätte mit ihr noch weiter trainieren können, glaube ich. Okay. Was für ein komisches Gespräch. So, und Ivy. Magier, mehr Geschwindigkeit, ne? Die mehr zaubern können. Und doppeln können. Brauchen keine Verteidigung. Magier sollte man allgemein nicht Frontkämpfern aussetzen. Von daher braucht man keine Verteidigung. Wenn man gut ist in Fire Emblem. So, und dann habe ich, das sind eigentlich die einzigen Charaktere, die einzigen Ringe, mit denen ich trainieren kann, weil die gute Effekte geben. Ich hätte mit Hortensia noch, glaube ich, weitergehen können, damit sie noch Geschwindigkeit plus 2 oder 3 bekommt, aber damit es ein bisschen teuer, da habe ich hier lieber irgendwie natürlich lieber irgendwie Level nur so per Hand so. So, und wir haben mit Bylef haben wir mit Anna trainieren lassen, weil Bylef hat, glaube ich, Glück plus 3 oder 4. Und Anna hat ja diesen persönlichen Skill, damit sie mehr Geld bekommt, wenn sie Gegner erledigt, welche mit Glück aktiviert wird. Okay. Wir hatten eine Anspielung an Anna aus sein Spiel. Oder an die Sif, ja. Weil sie so ein Kind ist. Also ja, die Charaktere, sie hat jetzt Verteidigung plus 2, Jade hat Verteidigung plus 2. Ich habe ihr die Orkan-Axt mal gegeben und ich habe ihr der Tomahawk. Ich glaube, ich habe da irgendwie, von wem ist das? Ich glaube, das von Bylef, ne? Das Siegel. Damit das irgendwie, weil er nicht besser trifft, der Tomahawk, das ist, glaube ich, nicht schlecht, ne?
Ja, Orkanax, sie ist eigentlich die beste geeignet für die Orkanax. Ihre Geschwindigkeit wird voll runtergeschraubt oder die Dinger wiegen sowieso eine Tonne, von daher habe ich da nicht so viel Freiraum. So, hier, sie hat ja Bombengeschäft, Glück plus 2 ist halt nur 9. Und ja, diese Fähigkeit aktiviert sich durch Glück. Sie hat nur 7 Glück, das heißt, sie hat eine 7%ige Chance, dass dieser Effekt sich aktiviert, was ein bisschen gering ist. Deswegen habe ich das mal trainieren lassen, ne? So, jetzt sie hat Geschwindigkeit plus 2, kann mich schaden, auch wenn ich sie wahrscheinlich mehr zum Heilen benutzen werde. Und sie hat auch Geschicklichkeit plus 2. Das ist immer wieder, und ich habe ihr mal hier Bolognese gegeben, ne? Plus 1. Ein paar Waffen habe ich hochgeupgradet, aber ich habe trotzdem immer noch übermäßig Geld übrig. Und ich würde sagen, wir spenden mal einige Sachen davon, ne? Von daher gehen wir mal kurz hier rein. Ich habe auch einige Unterstützung wieder vorbereitet. Ich habe meine hübschen Kiesel und meine Schutzsymbole ja verteilt an meine Charaktere. Ich habe, glaube ich, nur einen Support mit Hortensia freigeschaltet, was auch die einzige ist hier, die noch nicht einen C-Support hat. Von daher ist eigentlich genau das, was ich wollte. So, sind hier neue Sachen gespawnt jetzt? Jetzt sind neue Sachen gespawnt. Ich habe eine Weile lang hier nicht aufgenommen, so ein paar Tage. Und ich habe jeden Tag hier mal ganz kurz abgecheckt, hier kurz, weil ich nicht meine Amiibus eingescannt. Jeden Tag hier immer einmal so vorbeigeschaut, aber irgendwie ist ja niemand Neues gespawnt. Also muss man wahrscheinlich irgendwie schlafen gehen, ne? So. Nehme ich jetzt mal an. So, wir. Was machen wir denn als erstes? Gucken wir uns die Supports an, ne? Ihr beiden. Neues Gruppenmitglied. Unterhalte ich mit mir. Ich habe ja meine alten Klamotten. そういうことでしたか。いつも通り可愛いと思いますよ。嬉しいけど、それだけ？新龍様のためにお化粧に気合を入れてきたのに気づいてくれないなんてひどい。そうだったんですね。 Muss ich noch beweisen, du bist erst neu. Beweise dich erst. Dann kannst du dir deine Niedlichkeit bei mir erkaufen. Scharwenzelt. Aber Worte ich schon nie gehört habe. Die Stimme sind ist genau irgendwie, weiß nicht, was dagegen spricht. Aussehen, ja, ist niedlich, aber die Stimme ist ein bisschen so eigentlich herrisch. So, egal. Alter, ich will dann nehmen ihr beiden als erstes. Ich will mit einem Analogstick ja hin und her schwingen. Ich habe gehört, wir haben einen Support, Junge. そこに開くように紙切りナイフを置いとくね。あ、ありがとう。クラン、次はこの荷物を届けてくれ。荷物だね。了解だよ。やれやれ。次は書館の返信か。この年になっても事務作業が多くて嫌になる。 Ich habe ihn immer noch kein einziges Mal benutzt. Irgendwann. Ich will ihn spätestens benutzen, wenn ich Mikaya wieder ab, dann kann ich ihn zum Heilen hier. Kann ich ihn hier zum Heilen abdrücken. Bei dem Kampf kann ich ihn nicht mehr einsetzen, der wird sowas von vernichtet von allen. Aber das ist das Schicksal von weiterentwickelnden Einheiten, die man am Anfang des Spiels von Jagens.
ist dieser Archetyp. Dann nach dem Paladin, den man im ersten Teil hatte, der Marv begleitet hat. So. So. Man sieht, ich habe die Geschwister hier alle miteinander zu diesen Gruppenaktivitäten geschickt. Meine ganzen Verbündeten, die hatten einige grüne Speichblasen. Also hatten die, wir hatten Neues gesagt. Aber alles, was die gesagt haben, so, oh, ich bin so froh, dass Prinzessin Hortensia jetzt bei uns ist. Anstatt gegen uns. Also war mehr oder weniger alles, was die gesagt haben. Ja, jetzt merke ich auch, wie Ivy anders aussieht nach ihrem Klassenwechsel. Sie hat keine Rose am Kopf. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Ah, ja, sind Stiefschwestern, ne? Man, da habe ich irgendwie was gelesen letztens. Da Verbündeten. Okay. Oh, die beiden. Angeblich hat er mal irgendwie gesagt, dass das Königreich nur von Königen regiert werden darf. Also ist sie doch die Kronprinzessin. Wollte schon sagen. Als hätte er irgendwie keinen Sinn gemacht. Er ist der Ältere, normalerweise wäre er ja der Kronprinz, ne? Aber er ist nicht einer der Hauptcharakteren. Die Hauptcharaktere sind alle Kronprinzen und Prinzessinnen dann. Deswegen nennt sie es auch die ganze Zeit Königinreich, weil nur Königinnen regieren dürfen. お互いにお城を開けてることが多かったでしょ。特にフォガートはそう。ほとんどお城にいなかった。ああ、それは確かにそうだね。だからこういう大変な時だけど毎日フォガートに会えるのは嬉しいんだよね。 Leute schwärmen, Schwesterchen. Jeden Tag. Und wir sind dafür verantwortlich. Ist dir das nicht bewusst? So, haben wir einige der Hauptcharaktere mal weiter. Ein paar Informationen und Charakter rausgedrückt. Oh, mal jemand anders. Was geht denn dir vor, Clan? Okay, was wollte ich mal? Wir haben Weibernreiten, haben wir freigeschaltet. Das habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Also gucken wir mal, was damit auf sich hat. Und dann müssen wir noch kochen und dann sollte ich vielleicht mal erwähnen, was wir als nächstes machen, ne? Obwohl ihr es wahrscheinlich schon wisst, wegen, muss ich mit dir reden, wegen dem Titel und so. Möchtet ihr am Weibernreiten teilnehmen? Aber natürlich. Beim Weibernreiten fliegst du über eine Rennstrecke und schießt auf fliegende Ziele. Versuche die Sonderziele zu treffen und eine hohe Punktzahl zu erreichen. Im späteren Spielverlauf werden weitere Strecken freigeschaltet. Und für was mache ich das? Steuerung. Gott. Ja, ich werde das schon irgendwie kriegen. Mit Sommi reiten. Ist ja nicht Sommi. Egal.
Aha. Hey, es ist der Wyvern. Es ist der göttliche Drache auf einen Drachen. Oh, das ist ein Rail Shooter. Okay. Okay, aber kann auch mit den Schultern. Gott. Oh Gott, das war unglaublich. Genau. Ja, war's das schon? Oh, ich abschießen. Ah, ich wusste es. Was denn? Okay. Wofür mache ich das? Was kriege ich dafür? Okay. Okay. Okay, wenn ich irgendwie X drücke, dann... Alter, was ist jetzt auf einmal los? Hey, cool. Ende. Okay, cool. Wofür mache ich das? Kriege ich irgendwie was jetzt? Das wäre nämlich schön. Niveau normal, wild. Okay. Ah, plus. Jede Aktivität auf A plus bisher. Fragmente des Bandes. Eine Fackel. Elixier. Eine Fackel. Okay. Random Items. Nehme ich an. Nee, nicht hier. Nehme ich mal, das kann ich nur einmal machen, ne? So, dann gehen wir noch mal zum Café. Tu noch mal was schnabulieren. Hallöchen, darf ich euch gebratener Wolf anbieten heute? Wen schicken wir denn mal? Wir haben jetzt alle auf 10, ne? Nehmen wir mal Alfred und Celine ist schon auf B. Ihr beiden. Nussriegel. So, alles bis auf Resistenz, ja, nehme ich. Sogar genug Dinger dafür. Natürlich. Neues Gespräch. Okay. Er hat voll was angesprochen, überhaupt nicht darauf reagiert. Oh, Ben Alter zusätzlich. Okay. Mehr Inspiration. Direkt verkaufen. So, dann wollte ich noch spenden. Weil ich habe das Geld jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob das irgendwie so intelligent mal mein Geld hier weg zu pulverisieren auf diese Weise, aber im Moment brauche ich nichts anderes. Meistens kriegt man ja auch irgendwie was, ne? Oh, der Krieger-Axt. Oh. So, warte, Erfolge. Abholen. Ich habe schon wieder genug. Krieger-Axt. Kann doch bestimmt jemand gebrauchen. Was ist mit dir? Wie viel wiegt die? Ach, kannst du gar nicht ausrüsten. Wieso? A-Rang. Hm. Okay, bei der ist das Gewicht nicht wichtig, weil Krieger-Axt ermöglicht einen ja
zweimal anzugreifen. Na, für dich wäre die natürlich gut, ne? Aber du bist schon so überpowered genug. Du kannst die Kira Axt einsetzen. Ja, gut, benutzen wir erstmal nicht. So, wir haben eine Dings freigeschaltet, eine neue Unterhaltung. Alfred und Ivy, los geht's. Ich nehme an, all die Hauptcharaktere werde ich sowieso benutzen bis zum Ende. いるしん王国のものが夜中に一人でいたら不信よね。でも安心して。裏切って信用できないでしょうけど。そこまで疑っていないよ。今は君を信じる方に舵を取っている。そう。フィレネ王国の第一王子は甘いのね。人を信じることを甘いというのなら、その評価で構わないさ。 それで他にもまだ何か用か。私を疑っていないというのなら、早くこの場を立ち去るはずだと思うけど。それはできない。どうしてかしら。理由を聞かせなさい。だってアイビー王女。迷子だろ。空の寝るは広い。ここは特に入り組んでいるからね。Ich sehe wortwörtlich da hinten im Hintergrund den zentralen Platz. Ah ja, machen wir etwas coolen Smalltalk, ne? Du hast dich verirrt. Yep. Okay. So, alles erledigt. Dann kommen wir ja auf zur Weltkarte. Habe ich alles erledigt? Ja, ne? Ich höre schon wieder mein Köter hinter mir. Oh Gott, da ist er. Aus dem Weg. Zur Weltkarte. Wir gehen zur Weltkarte. Wir machen heute unsere erste Nebenquest. Nee, gar nicht wahr. Ist gar nicht unsere erste. Aber unsere erste seit langer Zeit, nehme ich an. Gott. Ja, okay. Mal bitte skippen, danke. Ich werde noch nicht immer skippen, weil ich nicht weiß, ob dann irgendwie, ob ich dann verpasst hat, irgendwie in Nebenquest oder so aufgetaucht ist. Und ja, gut, wir wollen hier hin. Wir wollen hier in Arena der Götter Nebenquest. Ein Ort von großer Bedeutung für Emblem Lucina und Schauplatz einer Prüfung für den Würmgott. Ich würde jetzt einfach mal raten, ne? Wenn wir das, wer hat denn hier Lucina? Du, wenn wir das abschließen, ne, dann können wir bestimmt weiter als bis Level 10 da, ne, weil Spoiler, die können alle auf Level 20 ganzen DLC Dinger, ne, also jetzt offensichtlich das Maximum Level 20, ne, von daher nehme ich sehr stark an, dass wenn wir das Kapitel abschließen und da Lucina hier erwähnt wird, dass ich mal sehr stark annehme, dass wir, weil nicht dadurch irgendwie freischalten, die auf Level 20 hochgehen können, ne? Würde ich jetzt annehmen, ne? Ich lege wahrscheinlich richtig, ne? Gut, gehen wir hier rein, ne? Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Das vorgegebene Level ist 19, das ist das gleiche Level wie das nächste Story Level. Und da ich sowieso mit meinem ganzen Luschen-Team immer da reingehe, die haben, ne? Mir das so oder so schwierig. Ja, sag ich doch. Letztes Mal gesagt, die Roxa Arena, ne? Wo sie sich als Marv ausgegeben hat. Ja, genau. ルキナの剣を交えたのです。ルキナの剣の師匠はその弟様なんですよね。さぞかし激しい戦いになったんでしょうね。私が正体を隠していたこともあり、お父様は全力でしたからね。ですが強さを感じる以上に学びの多い素晴らしい。Trotzdem bin ich der Hauptcharakter hier. だからこそ
ここが選ばれたのかもしれません。試練の場としてはい。まるであなたを少し遠くに感じるような。武器を取って私と戦ってください。試練を乗り越えれば私たちはさらに強い絆を結べます。そうすれば、あなたがたは、もう少したる私の力をより引き出すことができる。 Der Preis dafür ist, dass du deine Verbündeten verlieren kannst. Sollte ich sie besiegen. Ne, so läuft das doch bestimmt ab. Ne. Was immer noch ganz schön mies ist, ey, wenn man darüber nachdenkt. Okay, cool. Dann komm mal her. Okay. Ach, wir können wie viele Charaktere nur? Ah, 6 Charaktere. Ah, oh, das ist ja echt hier. Den Kapitel aus Fire Emblem Awakening hier nachempfunden. Mal gegen Marv gekämpft hat. Also Lucina. / Marv. Da war einer der ersten Kapitel in Fire Emblem Awakening, so hat 5. oder 6. glaube ich, ne? Wir sind nicht so viele Gegner. Und je nachdem, wie schnell sie agiert, könnte das einfach oder schwierig werden. Hier sind einige weiterentwickelte Gegner, sehe ich gerade. Okay. Wir haben nicht viele Einheiten, die bei. Das könnte ein Kurzkapitel sein, je nachdem, wie ich anstelle. So. Du musst zum Heilen gehen. Sie hat nur 12 Stäbe, aber ich habe noch welche eingekauft irgendwann. Wir sind im Vorrat, glaube ich, ne? Das heißt, wenn uns die Stäbe ausgehen, gehe ich einfach zu meinem Hauptcharakter und sammle die ein. So. Das hat vielleicht alle Charaktere, die ja Dings haben. Die Super-Embleme hier reinpacken. Was sind alle? Ach, du hast Lin, okay. Einmal Ike, YLF, Lin, irgendwer fehlt. Ach, Lucina, ja. Wir kämpfen ja gegen Lucina. Stimmt, gar nicht dran gedacht. Ah, ich gar nicht dran gedacht, Mann. Wer hat denn Lucina? Ich glaube, Lapis hatte Lucina, ne? So. Da wir nur so 6 Charaktere mitnehmen können, sollte ich vielleicht mal nachdenken. Hier mehr reinpacken. Hier ist ein Berserker. Macht eine Menge Schaden, hat aber nur 96 Trefferchance. Wenn ich einen Schwertkämpfer reinpacke, zum Beispiel ihn, er müsste halt aushalten. Ne? Er sollte die eigentlich nicht mit einem Schlag fertig machen und den Kill klauen. Ich glaube, ich habe den seine Waffe auch mal ein bisschen hochgelevelt. Ne? Und deswegen brauchen eigentlich gar keinen Schwertkämpfer. Ne? Ich bräuchte vielleicht einen Magier. Wen haben wir da? Ich meine, Hortensia ist auch Magierin, aber ich will sie überwiegend leveln. Was sie drehen. Ivy ist auch weiterentwickelt. Ich werde nur einen Heiler brauchen bei 6 Leuten. Ne? Kann ich mich mal alle sortieren hier so? Damit ich so weiß, wen ich trainieren muss und wen nicht. Ja, alle meine weiterentwickelten Einheiten sind jetzt unten. Ne, wie so ein bisschen Übersicht hier. So, sie könnten wir eigentlich auch mal reinpacken. Sie ist auch kurz davor. Sie ist auch kurz davor, die Klasse zu wechseln. So, da habe ich einen Schwertkämpfer, Magier, Lanze, Axtkämpfer, Baumann-Axtkämpfer. Da waren einige Lanzen. Aber sie hat aber einen Adelsrap hier, der ist nicht gut für. Louis. Okay, diese Fähigkeit ist nicht so schlimm. Alles, was ich machen muss, ist die Gegner um sie herum erstmal erledigen. Ne?
dann ist das kein Problem mehr. Ja, ein Bogenschütze vielleicht noch. Okay, aber er hat einfach 10 mehr Werte als sie. Weißt du was, sie ist eine Schwertkämpferin. Von daher packen wir sie vielleicht mal auch hier rein. Oder? Ja, komm. Sie ist schwieriger zu trainieren. Dementsprechend packen wir sie da rein. Und habe ich einen Axtkämpfer? Ich habe keinen Axtkämpfer. Okay, Anna, geh da rein. So, und da wird schon irgendwie ja klappen, ne? Problem ist, ich kann nicht. Hm. Oh, du hältst locker aus. Also locker, aber. Für kritische Treffer hast du 6, gar ist ja gar nichts. So, dich packen wir hier hin, lockst ihn an, ne? Ich kann auch dich da einpacken eigentlich, ne? Nö. Anna. Nö. Ja. Okay. Sie sind eine Menge Schaden, aber was soll man machen, ne? So, mehr kann ich eigentlich nicht machen. Okay, cool. Ich nur 6 Leute reinpacken. Mein Gott, irgendwas sagt mir, das Kapitel sieht einfacher aus, als es eigentlich ist. Okay, also mit Musik aus Awakening. So, ich werde so oder so gedoppelt, ne? Okay, 315, was ausweichen von sehe ich hier nicht. 28, ne, komm. Wollte ich hier hin mit Liberation. Marin, bitte nicht platt. Die Erfahrungspunkte gerne jemand anderen geben. Oh. Ich habe so ein Gefühl, ich kann mehr Leute hier hinpacken. Ich mal hier in der Mitte, damit du überall hin kannst. Dich auch. Hast du? Ah, du hast bessere. Warte mal. Das heißt, du kannst auch. Das hat sie gar mit dem Stab dann auch. Ja, ein heischer Bild, die Reichweite plus 1. Das hat sie kann mit den Stäben auch. Mit normalen Heilstäben kann sie auch irgendwie weiter. Okay. So. Gut, jetzt mit 6 Charakteren brauche ich nicht so viel machen. Okay, oh wow. Bonk. Zack. Okay, die kommen alle nur einzeln, finde ich gut. Was hast du? Du hast Elfendonner. Hm, dich möchte ich vielleicht nicht einpacken. Oh Gott, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Hm. Schon gerne mit Anna den Kill holen. Oh cool. Okay, alles klar. Okay, wir müssen das so machen.
Und das ist den hier. So, dann gehen wir mal hier rein. Also du hättest ihn sowieso nicht anlocken können. Ah. Okay. Los geht's. Gib mal Geld. Glück, Glück, Glück. Verdammt. Okay. Ey, 1000. Warum 1000? Okay, ja, er hat wahrscheinlich, er hatte so einen Sack, ne? Oh, ich hätte so, egal. So, kann ich irgendjemanden nach Frauen kann ich sowieso nicht kontern. So, kannst du jetzt? Mal den hier. Aus den Treppen kommen da definitiv noch Gegner raus. Hat ja viel zu einfach. So, du machst 26 Schaden. Du hast, oh wow, und du hast sogar Dings ausgerüstet. Okay, dann machen wir so. Mach ich überhaupt Schaden gegen den? 4 Schaden. Du machst 2 Schaden gegen mich. Wenn ich dich hier packe, ist sogar noch weniger Schaden. Oh, ich habe ja auch noch Lin, genau. Dann kann ich ja noch mal ein bisschen Schaden machen. Okay. Aha. Gott, da haben sie schon. Aber die Rüstung. Kein Problem. So, oh, guck mal hier. Die mit einem Schlag weg? Kann nicht sein. Doch. Kann wohl sein. Sehr cool. Gut gemacht, Ember. Ich bin stolz auf dich. Er hat Glück bekommen. Aber dann kann er nicht kontern. Aber er hat eine Stahlgroßlanze. Halt. Das heißt, ich greife als erstes an, ne? Ich kann doch Abwehrhaltung einsetzen. Angriffskraft 18. Macht nichts an Angriffskraft. Das ist ein General, sehe ich gerade. Verdammt. So, du willst mich ja nicht mit Einschlag weghauen, ne? 45 Angriffskraft. Hm. Mein Gott. Na, warte mal hier, ob ich die Leute hier alle brauche. Okay. So, vorn wiegt eine Tonne. Das heißt, du wärst wahrscheinlich gedoppelt, ne? Oh ja. Wenn ich sie hoch heilen würde, da wäre sehr gut. Ausweichen hier durch, krieg ich sogar. Dann gehst du da rein und krieg ich noch irgendwo mehr Schaden? Nee. Nee. Na gut, dann machen wir so. Feuer. Autsch. Da war ein Bonk. So.
will jetzt keinen Stress machen, aber du musst da treffen, sonst bist du mehr oder weniger tot. Duff, 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 duff. Boom. Cool. Oh, noch mehr Verteidigung, cool. Das heißt, was er braucht. Okay. Ein Positiv einsetzen. Wir sind noch ein bisschen weit entfernt, die Leute. Ja, ich habe dann eher vielleicht so viele Leute, die ich heilen muss. Und ich heile die noch nicht mal ganz hoch, von daher. Und plötzlich war Tensia nicht da oben, irgendwann. Aha. Bonk. Ich kann sogar beide an. Oh. Jetzt bin ich so ein weiter weg. So. Oh, du hast einen Hammer. Na gut, dann machen wir mal den hier. Aktiviert. Dann greift man mittels an. Oh, der greift als erstes an. Ein Hammer? Oh, das ist doch blöd. Okay, ich muss schon sagen, wenn er mich jetzt noch weghaut, ne? Okay. Ja, ein Tomahawk. Du hast eine Silberlanze. Aber ja, sie haut ihn weg, ist klar. Okay. Perfekt. Dusch. 2% Crit. 2% Crit. Und ein Level up und ein Level up. Oh, sehr gut. Verteidigung nicht schlecht. So, hast du eine? Du hast einen Tomahawk, verdammt. Hm, was eine Geschicklichkeit von 4. Okay, dann machen wir den hier. Ha, Heilung kann sogar auf 2 Feldern. Nicht schlecht. 25 HP ist das, wird ja wohl genug sein, oder? Oh ja, 31, das ist ja voll wenig. Aber er ist noch ein Kämpfer, ne? Er war kein Krieger, ne? Also ich habe so ein kleines, so ein Mikro Purgativ, mehr oder weniger. So, von Dings werde ich auch nicht doppelt. Das ist doch genug, oder? Der hat nur 31, ne? Ja. Okay. Dann mache ich hier. Ihm würde ich gerne ja anködern. Aber das ist so wenig HP, die ich hier erübrigen kann. Okay. Okay, ich habe gar nicht gesehen, ob Lucina irgendwie mehrere Balken hat. Ich nehme jetzt sehr stark an. Ja, ne? Gut. Kannst du es wagen? Eine Axt auf. Eine kleine Anna zu werfen. Okay. Bewegt sich nicht. Und sie hat nur einen Balken. Okay, ich glaube, da könnten wir ja gleich erledigt haben schon. Okay, 100%, da will ich sehen. Glaube ich, wenig Erfahrungspunkte auf einmal.
und das krittet sogar nicht. Ist ja noch besser. Weg. Oh, da kommen da sicher leicht noch Leuchte aus den Treppen raus, ey. Das wird ja viel zu einfach hier bisher. Fertigkeit. Okay. Machen wir alle hier in der Mitte. Bewegst du dich nicht? Alles klar. Gibst du mir nur etwas Zeit, hier mich hochzuheilen? Finde ich sehr nett. So, er hat doch hier irgendwie, ich glaube, Unterricht. Vielleicht verminden innerhalb von zwei von einem Wert für uns, je nach Typs anders. Ja, da ist mir aufgefallen. Bei Lev hat irgendwie andere Fähigkeiten, je nachdem, wen ich den gebe. Eine gepanzerte gibt ja, glaube ich, 5 mehr Abwehr, aber nur wenn irgendwie, weiß nicht, der in der Nähe ist oder so. Keine Ahnung. Wenn ich dich hier platziere, ne, tust du dann auch mehr heilen? Nee, ne? Sie werden definitiv hat gut ist jetzt, wo war egal wie klein dieses Kapitel ist, ne, wir kommen trotzdem wieder Gelegenheit hier irgendwie im Somniel was zu machen. Oh geil, die lässt mich einfach ja machen erstmal. Die Frage ist, mit wen lock ich Lucina an? Wahrscheinlich mit meinem Hauptcharakter. Weil mein Hauptcharakter kann jetzt auch Schriftrollen einsetzen, ne? Weil er ja jetzt eine entwickelte Klasse ist. Das heißt, ich habe ihn ja erstmal Abwehrhaltung hier gegeben. Damit er hier besser abwehren kann. Warte mal, wenn du mir die Zeit gibst, mich jetzt zu heilen, dann mache ich das natürlich. Ich hätte echt damit gerechnet, dass hier noch Verstärkungstruppen kommen. Aber anscheinend nicht. So, der optimale Fire Emblem Spieler wird jetzt natürlich sofort da hochgehen, ne? Gegen Lucina kämpfen. Also competitive, weil nicht competitive, so competitive Fire Emblem Spieler, für den ist der Turn Counter alles. Also so schnell wie möglich die Kapitel abschließen. Je schneller man ein Kapitel sozusagen abschließt, desto besser ist man in Fire Emblem. Ne? Man schafft ein Kapitel so schnell wie möglich zu erledigen. So, ich könnte. Warum kannst du? Ach, weil du einen Bogen hast, genau. Und Resistenz plus 5 effektiv gegen Flieger. Das war eine, mit deren Feichhörn macht sie sogar weniger Schaden, sehe ich gerade. Ja, warte mal, was 32 Schaden. Wenn ich dich ja hier platziere. Mit dem Speer. Und Bündnis, weil warum nicht, ne? Tanz der Göttin. Tanz der Benachbarung. Aber das ist nur für einen Zug, ne? So, er hat jetzt Verteidigung von 36. Sie macht den 0 Schaden. Und wenn ich ihn jetzt hier noch platziere, dann musst du noch weniger Schaden. Und du machst mehr Schaden. So, wenn ich das jetzt hier, richtig anstelle, dann könnten wir sie jetzt locker erlegen. Also sie hat eine 12% Crit Chance. Sehr gut.
Aber ehrlich, jetzt kommen noch Leute, ist klar. So viel Erfahrungspunkte. Das war aber bloß, ich dachte, davon ich Gebrauch mache. Ich weiß sogar, wie ich das anstelle. Ich will diese Erfahrungspunkte, okay. Und schneller. Du machst mir keinen Schaden. Und ich mache dir 32, ich mach dich definitiv kaputt, ne? Also ich komme hier mit meinen. So, ich habe ein bisschen Schiss vor ihrem Adelsrapier. Weil ich nicht weiß, wie viel Schaden das machen wird. Aber ich komme gar nicht da aus ihrer Reichweite raus. Verdammt. Ich will aber die Erfahrungspunkte haben, Mann. Wem fehlen die AP? Dir. Ein AP. Nicht auf den Arm, ja. Ich glaube, Anna kommt hier nicht mehr aus dem Weg. Nein. Okay, was ist das Schlimmste, was du machen kannst? Du hast 19, du doppelst sie nicht. Das sind natürlich hier noch knapp für mich, ne? Mann. Gott, ich treffe sie überhaupt nicht. Was ich auch machen kann. Dich her platziere, kommt zu mehr Verteidigung dann. Ich greife lieber an. Also ich versuche anzugreifen. Oh, soll getroffen. Aber ich will ja Erfahrungspunkte da haben, okay. Kaputt. Oh wow, du gehst gar nicht auf. Aber ich habe den Adelsrapier total vergessen. Aber irgendwie hat sie keinen Schaden gemacht. Sie hat nichts an Schaden gemacht gerade. Oh, Langbogen, natürlich ein Langbogen, ey. Na, du wirst mich nicht mit einem Langbogen doppeln. So, weg. Also jeder normale Spieler wäre jetzt einfach auf Lucina losgegangen, ne? Hätte die einfach voll zu Tode geprügelt, ne? Aber ich sehe ja nur einen Haufen Erfahrungspunkte, ne? Ich muss sie haben. Ich will sie ganz unbedingt haben. Sie macht 3 Schaden mit dem Ahlsrapier. So zu treffen. Nein. Aber konntest du mich treffen? Nein. Ah, fast. So, jetzt haben wir noch
für dich ein Level up. Mit dir können wir die Klasse wechseln dann. Da noch mal einmal heilen, ehrlich. So. Perfekt. Ich konnte eigentlich noch vieles hier machen. Ah, oh, cool. Naja, das ist so viel. Machen wir. Hallöchen da. Ja, du bist weg. Anna kümmert sich um dich. Ha, göttlicher Puls. Ich hätte eigentlich daneben gehauen, aber wegen göttlicher Puls habe ich getroffen. Das ist ja geil. Ja, da kommen noch mehr Leute. Da ist noch mehr Erfahrungspunkte für mich, Mann. So, jetzt nehme ich aber mehr Schaden. Ne? Oh ja. Ah, 26. Die Erfahrungspunkte werde ich alle nicht einsacken können, leider. Dreck, Mann. Wenn ich jetzt einfrieren hätte, ne? Genau. Also die müssen natürlich auch treffen, ne? Okay. Sehr cool. Sehr cool. Ah, verdammt, sie kann ihn treffen. So. So. Muss jeden Erfahrungspunkt hier umdrehen, okay? Oh, Geld. Oh, dich machen wir fertig. Oh, guck dich da einer an, Mann. Ein Einfrieren hat schon alles gerettet. Oh, ich nehme an, im nächsten Zug werden wir an Lucina fertig machen. Egal, wenn da jetzt noch Gegner kommen. Hat, ne? Okay, wo bist du denn schon wieder hin, Mann? Aua. 100% getroffen. Ja, ich könnte sie eigentlich noch mal einfrieren versuchen. Sie ist tot. Okay, sie könnte mit Dings aufballern einmal, ne? Mit Lin. Oh mein Gott.
Was ist da für eine Treffergenauigkeit hier? Haben einen Schaden, das gibt es jetzt wieder nicht. So, warte mal. Warte mal, habe ich das jetzt hier? Ja. 13 Schaden. Er könnte hier reingehen, ne? 18 Schaden. Ich könnte auch brechen. Gott, was ist das für eine Treffergenauigkeit? Also zu treffen. Nein. Wen kannst du denn alles losgehen? Dann sollte ich vielleicht mal nachschauen. Oh, sie ist tot. Anna könnt sie auch erledigen. Nee. Oh, wow. Ich kann sie außerdem noch mal einfrieren, vielleicht. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kann noch mal einfrieren kaufen, ne? Also machen wir in den Erfahrungspunkten. Nein, ich bin mir sicher, ich kann mir noch welche kaufen, ne? Ja, ein Stab für mehr Erfahrungspunkte. Ist mir definitiv wichtiger, die Erfahrungspunkte. So, und dann machen wir den hier. Wir ballern auf dich. Dann hat Anna den weg. Wenn sie trifft. Ja. So, da kommen noch mehr Gegner raus. Okay. Gut. So, wir gehen dann da rein, würde ich sagen. Dann würden wir es aktivieren. Wow. Ich sehe gerade 157 Treffer. Ich glaube, das ist die von Alfred, ne? Wow. Okay, war das überhaupt ausgerüstet, den als Rapier? Ah, natürlich triffst du nicht so gut. So. Mal den hier. Sich geklatscht. Okay. Also sie hat wieder ihr Schwert ausgerüstet, wo ich nicht angegriffen habe mit im Nahkampf. So, Anna, kriegst du eh. Wenn du daneben aus, dann ist auch nicht schlimm, aber bitte versuch zu treffen. Danke. Sehr cool. Glück, jawohl.
Ausgezeichnet. Okay, wow, das ging schnell. Das war weniger als eine halbe Stunde, glaube ich. Also nicht schlecht, ne? Ein paar Gratis-Erfahrungspunkte. これ以上の喜びはありません。ですが、これだけは忘れないでください。一人の力でできることはとても少ないと。はい。私一人ではここまでこられませんでした。Ja, du bist aber mit alle zwei Schlägen ja tot. Also früher. Ja, ne, wie ist das überhaupt passiert? Warum ist denn jetzt einer meiner tankigsten Charaktere? Anfang hat den Eis mit zwei Schlägen weggeklatscht. ともの未来を切り開くことができます。その仲間たちにはルキナも入っているんですよね。もちろんです。最後までルキナがいてくれるならどんな運命が待っていたとしても負ける気がしません。運命がさ。この絆は運命なんかよりもずっと強いですから。 Max Band Level freigeschaltet. Cool. Also sie kann jetzt auf Level 20 hochleveln, nehme ich an, ne? Cool. Und ich habe übrigens gesehen, die nächste Story Map heißt Tänzer in den Ruinen. Und Tänzer ist eine Klasse in Fire Emblem Spielen, die in einem weiteren Zug geben können. Verdammt, ich hätte vielleicht irgendwie erstmal das Kapitel machen sollen. Guck mal, wie alle stehen, das ist auch voll geil. Wahrscheinliche Kämpfe stattgefunden haben. Hey, wir sind doch in der Arena. Hier wächst nichts. Ja, cool. Ich habe erst gedacht, sie wäre eine Tänzerin. So wie Asura damals hier, wo sie auch eine Lanze hatte. Anscheinend nicht. Sie hat so glänzende Stiefel, ne? Ihre Klamotten sehen irgendwie voll normal aus. Ihre Stiefel sind voll am Glänzen. Ich habe dich gar nicht platziert, Kollegin. Wer ist Level 20? Ich bin Level 20. Sehr cool. Ich fühle mich jetzt sehr viel sicherer, jetzt wo ich einige entwickelte Charaktere auf meiner Seite habe. Ich meine, hatte ich schon vorher, aber welche, die ich auch benutze. Schön. Ja, dich können wir auch mal irgendwann benutzen. Jeder Charakter kommt hier noch zum Zug, keine Sorge. Das ist nur eine Frage der Zeit. Bald werden wir sowieso nur noch entwickelte Charaktere bekommen, nehme ich an, ne? Ich glaube nicht, dass wir mir irgendwie noch so ein Level 5 Magier oder irgendwie sowas geben am Ende des Spiels, gegen Ende des Spiels. Obwohl das eigentlich auch nicht so unüblich für Fire Emblem. Wie Nino aus Fire Emblem 7. Irgendwie eine Level 5 Magierin, so in Kapitel 22 oder irgendwie sowas, ne? Aber das Gimmick war halt, sie hat irgendwie die besten Wachstumswerte im Spiel. Sie könnte theoretisch zu einer der stärksten Charaktere im Spiel werden, wenn man sie trainiert. Aber sie war auf Level 5. Zu einem Zeitpunkt, wo man irgendwie
schon gegen entwickelte Einheiten kämpft, die schon mal nicht so in den Level 10er Reihen oder so rumhängen. Und daher ist halt sehr viel schwierig, sehr viel schwieriger, die hoch zu trainieren. Zu diesem Zeitpunkt. Mal schauen, ob das hier auch so ist. So, wir tun aufbrechen. Wir gehen zum Somniel. Und da ich ja schon wieder ein Kapitel gemacht habe, nehme ich mal an, ich kann wieder alle Offscreen-Sachen machen. Verdammt. Muss ich ja jetzt alle machen, verdammt. Habe ich ja gar keinen Tag irgendwie wieder hier, wo ich Zeit habe oder so. Muss ich alles jetzt kurz im Schnelldurchlauf machen. Na gut. Aber erst einmal lassen wir Hortensia hier Klasse wechseln, ne? Level 20. Ja. Klassenwechsel. Okay, Sleipnir-Reiterin. Sleipnir war, ich weiß nicht, was das für ein Tier war, aber irgendein Tier, irgendein mystisches Wesen, ne? Reiterin, die auf einen anmutigen Pegasus Sleipnir in den Kampf zieht. Nutzt mächtige Stäbe und wie, ja, ne, das war, glaube ich, der Name von einem Pegasus, ne? Bändigerin, das ist sie, ne? Was war Ivy? Lindwurm. Okay, nein. Na gut, dann wer tut so ein Sleipnir-Reiterin? Anderes. Ich sag mir mal, die Leute hier angucken, Magieritter und so gibt's auch, ne? Weibernritter, Geifenritter, Lanzenflieger, Wolfsritter. Aber jetzt sind nämlich mal die Canon-Klassen hier. Sind Weltenbaum, Yggdrasil, verwendet die Einheit einen Stab. Kann es sein, dass die Anwendung nicht als Verbrauch gezählt wird? Da hätte ich vielleicht ein bisschen früher gebrauchen können, gerade mit meinem Einfrierstab. So, mehr Magie, mehr Fähigkeit, Verteidigung, alles so ein bisschen nur. Ein mehr Bewegung, ein mehr Figur. S-Rang in Stäbe. Hau rein. Ein Kapitel benutzt schon direkt weiterentwickelt. So muss das. Boah. Das Zeug zerstören. Ich bin bereit, von meiner neu gefundenen Macht entzückt zu sein. Sehr cool. Ich glaube, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Nee, sie hat keine neuen Waffen. Sie hat Bücher immer noch. Auf B. Sie ist eindeutig mehr eine Heilerin als alles andere. So, die Sachen sind jetzt wieder resettet, ne? Ja, ich kann wieder bestellen in der Arena, im Schwimmbad. Oh Gott, das wird natürlich ein bisschen dauern hier. Hast du was Neues zu sagen oder sagst du immer noch so, oh, wir sind froh, dass Hortensia jetzt hier ist? Oh Gott, warum müssen wir da oben? Okay, ja, da muss ich mich hier echt im Schnelldurchlauf gleich hier hinsetzen und die ganzen Sachen machen, ne? Na, schauen wir uns mal Lucina an. Wie macht man das hier? Sie kann jetzt bis Level 20, ja, ja. Ein Schritt verringert, Dimensionsfeichern. Die Einheit bleibt für einen weiteren Zug im Bündnis. Oh, das ist etwas, was ich verstehe. Okay, sehen jetzt nicht so interessant aus, wenn ich ganz ehrlich bin. So, machen wir jetzt noch ganz schnell. Wir gehen ganz schnell und machen Arena. Wen schicke ich in die Arena? Ich glaube, ich schicke sogar hier Temera mal rein, weil schon Level 18 ist. Kann sie nebenbei auch schon hier? Ja, nee, machen wir. Aber Louis, der ist dann auf Level 17. Aber so war Lapis. Weil sie sich so schwer tut hier irgendwie in Sachen Erfahrungspunkte. Ja, aber nicht mit dem Langspeer, mit dem der Silberlanze.
So, du kriegst ein Level ab. Oh Gott. Er ist sowas von tot. Also du machst dich mit einem Schlag fertig. Oh Gott. Ah, verdammt. Kannst du jetzt wagen, mich anzufassen? Tisch. Oh, nice Figur, nicht schlecht. Okay. So, wer ist noch? Lapis habe ich gesagt, ne? Aber sie ist noch so weit entfernt. Und Etty auch. Etty auch. Weil die noch so Level 15 sind. Ja, Feuer ausgesetzt. Okay, Lapis, mach. Hau irgendjemand mit dem kritischen Treffer weg. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie ist mit zwei Schlägen weg, ne? Und sie braucht drei kritische Treffer, um ihn zu erledigen. Eine Güte, ey. Irgendwie mein schweren Kind hier. So war noch mal. Da war ich ja schon Verteidigung plus 2 gegeben. Okay. Ja. Nein. Außer. Okay, ja, wir gewinnen. So. Weiß nicht, ob du gut findest, dass du, ob ich da gut finde, dass du auf Anna einprügelst, um hoch zu leveln, aber. Meinetwegen. Ja, Stärke. Und Gespräch. Ja, ne, habe ich gar nicht abgecheckt. Ich glaube, wir hatten nichts, ne? Also jetzt haben wir Anna und Lapis. Boom. Zack. Da war meine Finger. Daraus kann ich Profit schlagen. Sag ich doch. Sagt sie bei jedem Charakter. Und dann hehe. Im Sinne von hehe. Jetzt bist du auf einmal ein kleines Mädchen. そうね。私は冬祭りの里の生まれだから、それっぽい商品がいいわ。冬祭りの里っぽい商品。物ができたら販売は私に任せてくれればいいから。ああ。うん。何よ。その信用してない言い方を。こんなに子供に売れるわけないとか思ったでしょ。大丈夫だから信じて。 もし売れなかったら1億ゴールドあげる。うん。だからお願い。力を貸して。わかったわ。どんな商品にすればいいかちょっと考えてみる。Okay. Bin ich übrigens voll hinter dieser Idee, ne? Mehr Geld. Gerne. Oh, ich nehme jetzt mal an, die sagen noch immer die alten Sachen wie vorhin, ne? So, ich gucke die ganze Zeit auf der falsche. Also ich dann alles machen: Krafttraining, Weibern reiten, Angeln, Obstgarten, blablabla. Nächstes Mal on screen, ne? Können noch ein paar Ringe herstellen, würde ich sagen, ne? So, alle Ringe so auf 20 hochrollen, ne? Runden. Sieht man jetzt hier eine Veränderung?
Finde übrigens super geil, wie ja immer mehr Podeste am Leuchten sind. Je nachdem, wie viele Ringe wir haben. Oh, ich beschleunige halt mal ein bisschen, ne? Ich runde die mal alle so auf 20 hoch, ne? Und tun wir mal, hey Elliewold, das ist Roys Vater. Ein Hauptcharakter aus Fire Emblem 7. Nochmal Jafar. Ich glaube, kommentiert hier. Nochmal Jafar. Da können wir uns jetzt mal 10 erstellen. Ranulf. Habe ich von denen nicht schon Platin? Ich weiß nicht. Mir, Best Girl. Grail. Hey, da ist Ikes Vater. Von Grails Söldnern. Der ist sogar kein spielbarer Charakter. 9.10. Teil, oder? Eliana, hey. Ja, ne, ist ja nicht aus Grail, ist ja nicht aus Dings hier. Ich nehme an, wenn ich alle Charaktere von dem Spiel hier freigeschaltet habe, dann tue ich hier einmal auf Screen erstellen, ne? Sonst kommen ja keine neuen Charaktere mehr, ne? Ich glaube, hier fehlt noch ein Charakter. So, Morgan. Robins Sohn. Oder Tochter. So, Lissa, hey. Haben wir die noch? Hatten wir die schon nicht? Da ist Kroms kleine Schwester. Ich glaube, die Farbe oder den Rang von ihr hatte ich noch nicht, ne? Ja, hier fehlen immer noch welche. Also, wir haben alle Path of Radiance Charaktere. Also davon werde ich vielleicht mal ein paar mehr auf Screen erstellen. Na gut, dann wie es aussieht, muss ich dann jetzt hier auf Screen ja das alles erledigen, ne? Wir haben keine Dings mehr freigeschaltet, ne? Dann machen wir uns auf. Mein Gott, nicht das hier. Mache ich mich auf, diese Sachen hier schnell zu machen. Und dann beim nächsten Mal sind wir dann hier, versuchen wir uns an Linz Sidequest, war das, glaube ich, ne? Gut. Also gut, für mich wird das hier noch wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so dauern, bis ich das hier schaffe, aber danach geht es dann für mich weiter. Für euch ist dann wieder ein Tag vergangen, ne? Aber hey, mal endlich war in einem Part geschafft, ne? Das ist auch mal gut. So, ich sage dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, Kommentar. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Hey, tschüss.